Moin, moin, hadiho und herzlich willkommen zu Inside oder Play Dead's Inside, einem kleinen Indie-Spielchen. Und ich möchte tatsächlich kurz vorweg mal in den Shop reingehen vorher, weil das Spiel ist momentan im Angebot und kostet halt 1,99, ja, 90% runter, ist keine Werbung. Also, ja, wie schon, aber ich kriegte dafür kein Geld oder gab keine Absprachen. Ich habe es halt nur selber gesehen, mir wurde es vorgeschlagen. Was? 1,99 und satte 96% positiv. 96% positiv bei 40.000 Bewertungen. 1,99? What? What? Ich glaube, das werden wir spielen. Ja, und deswegen habe ich es mir geholt und das werden wir uns heute anschauen. Ah, guck mal, hier, genau, das war was Früchte meinte mit Limbo. 99 Cent! Gekauft, ja, das kaufe ich für mich selber hier heraus. Kurz mal ausblenden. Ups. Moin auch 61, Hallöchen. Jetzt muss ich hier wieder mein Handy-Dings alles ein. Boah, dass er das nicht so speichert. Okay, ich muss es später holen. So, egal, also zurück zu Inside. Ups, da. Legen wir mal los. Ich freue mich jedenfalls sehr. Es geht sofort los. Krass. So, guck mal kurz Grafik, Auflösung. Aha, habe ich mir doch gedacht. Das brauchen wir als erstes. Das passt. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Hm, versteht er sicher nicht. Moin. Ich glaube, mehr brauchen wir tatsächlich gar nicht. Moin noch Salö und moin noch Nick. Danke, Salö. Für dein Stufe 1 Abonnement im 19. Monat. Vielen, 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 vielen Dank. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass er das jetzt einfach so genommen hat. Ich werde es mal nochmal normal starten, in der Hoffnung, dass er dann die richtig übernommen hat, die Auflösung. Zack. Und guck mal, habt ihr gesehen? Der Quickus, der wünscht sich Playdeads Inside auch. Ice Cold. Moin auch Lovecraft. Tolles Spiel, Spaß dabei. Ich freue mich drauf, Lovecraft. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, 96% positiv. Bei 1,99, das selbst wenn es nur eine halbe Stunde geht. Das muss einfach gut sein. Oh, Pfeiltasten. Okay, links, rechts. Okay. Nett. Ah, okay. Klettern auch. Er balanciert. Ist es zu laut, zu leise? Was sagt er? Müsste passen, oder? Passt, 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 passt. Moin, Chris. Passt, passt. Sehr gut. Okay.
wie irritierend, mit einer einzigen Hand zu spielen. Oh oh. Nochmal, Tobi. Nett gemacht. Der Grafikstil ist schon mal sehr schön. Kann man machen. War noch ein Nightcheck. Halt nicht nach oben laufen, oder? Sonst hätte ich gesagt, guck mal, dass wir den da irgendwie gegenschieben. Ich hab's gerade geschafft, da irgendwie gegenzulaufen. Also es muss irgendwie noch mehr geben. Gesehen, gerade bin ich da irgendwie so ein bisschen gegen. Ich schätze mal, wir werden da rüberspringen müssen. Moin auch Mina, moin moin. Ja, sieht niedlich aus und halt ein bisschen gruselig zugleich, würde ich sagen. Okay, ich gucke mir mal kurz die Steuerung an. Steuerung? Greifen mit Steuerung? Wisst ihr was? Machen wir mal kurz so. So, greifen. Machen wir mal auf Leertaste. Ah, nee, Springleertaste. Hier gibt's, es gibt also doch ein Hochgehen. Ah, okay. Und greifen machen wir dann mal mit Enter. Ich glaube, das müsste soweit passen. Ich hab da irgendwie nicht so sehr. Springen. Hoch. Hoch, runter. Das ist alles soweit gut. Sieht gut aus. Müsste eigentlich funktionieren. Bitte, na bitte. Der Hund da ist schon ein bisschen böse, aber noch Space. Zudem hätte ich auch Angst, wenn ich ein kleines Kind bin. Aber noch wissen wir ja gar nichts. Ne? Wir wissen ja nicht, ob wir irgendwie wegrennen. Wir verstecken uns zum Teil, meine Ultra Serious. Nein! Und einmal ran. So ein bisschen halt wie Little Nightmares, würde ich halt eher sagen. Ich glaube, jetzt haben sie uns gesehen. Danke. Danke. Ciao, ciao. Der Hund! Okay, das ist hart. Das ist hart.
Das ist böse! Das ist schon... Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Dachte, dass der vielleicht uns dann irgendwie, keine Ahnung, so umhaut und dann anbellt oder sowas. Bös. Sehr bös. Damit hätten wir aber schon mal die Fronten geklärt, würde ich sagen. Es ist kein Spiel, keins für kein Spiel für Kinder. Ist gelöst, Sirius, ist gelöst. Danke. Schande. Boah, noch Wiese. Alter. Aber das war jetzt nur ein Betäubungsfall. Ich meine, ist immer noch hart. Mein auch Reh nicht. Das ist schon irgendwie ziemlich gruselig, also mal ernsthaft. Scheiße. Scheiße! Renn! Ist das böse? Scheiße, ist das böse! Okay. Ich dachte, die lassen das immer so im Ungefähre mit den Horror- und Brutalo-Momenten. Nein. So ein bisschen Plague Tale. Super gut gemacht bis jetzt. Super gut. Das ist echt richtig Schiss, wenn die Hunde da hinterher rennen. Wie massiv schnell die halt auch sind. Moin auch Joker. Ein feines Spiel. Und auf Empfehlung werde ich auch den Vorgänger wahrscheinlich spielen. Da
Da ist ein kleines Hütchen. Guck mal. Noch ein Chicken. Nachher töten die uns auch, pass mal auf. Mal noch Chris Wick. Welche Vorgänger? Oder so ein anderes in der Art? Ich habe vergessen, wie es heißt. Früchtchen hat noch was empfohlen. Nee, ich glaube. Meint sie nicht Vorgänger? Limbo, genau. Sind da jetzt aber langsam schon viele. Nach dem, was mich hier alles schon gekillt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich nicht doch rennen sollte. Sagt nur Monty Python. Zwar kein Kaninchen, aber so ein bisschen. Mein Pogo. Dark spielt das so ähnlich. Kenn ich auch nicht. Oh, ist das schön. Mal noch Fisch mit der. Erstmal am Hebel ziehen. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum. Aber das macht irgendwie auch nichts. Soundkulus ist mega geil. Auch so wie laut die einigen Sachen sind, dann wieder ganz leise und so, das passt schon. Okay, dann versuchen wir es mal nochmal. Hazel, mal auf Volk, ja. Das ist aber schon ein bisschen böse, oder? Wir brauchen das Teil da oben, um hier hochzuspringen. Okay, die werden aber nicht geschnetzelt. Die wären nicht. Ich dachte, die wären jetzt da drin voll zerhäckselt. Ich dachte ernsthaft, die wären jetzt da zerhäckselt. Küken-Schredderei sozusagen. Und dann fetzen wir das Ding damit da runter. Dann wäre es echt brutal. Hm.
Schade. Ich dachte, ich könnte mir das auf die Maus legen. Einmal Chicken Nuggets, bitte. Nein! Die Hühnchen sind weg. Was guckt da aus denen raus? Sind das Würmer? Das war ziemlich groß. Eieiei. Das ist auf jeden Fall hart brutal. Wenn ihr mich fragt. Bandwürmer könnten schon ziemlich groß werden. Aber die sind nicht so dick. Und sind nicht so stabil in sich selbst. Die würden mehr zusammenfallen und eher am Boden krauchen und kleben. Okay, hier gibt es noch mehr von denen. Na, wir wissen bis jetzt nicht viel über die Story. Wir müssen uns ja schon noch ein bisschen was erzählen. Na, können wir da drunter durch? Ah. Da passiert doch gleich was. Die zerspringen doch, dann kommen da irgendwelche Zombies raus. Okay, es sind irgendwie Zombie. Es sind irgendwas Zombie-mäßiges. Da, das kann ich da irgendwas. Okay. Was für ein kranker Scheiß. Schurz. Das ist ja. Fancy. Super kreativ. Ich dachte, jetzt müssen wir die ganze Zeit irgendwie immer nur noch wegrennen oder so. Insofern schon ganz nett. Geil.
Also. Ähnlich wie bei Little Nightmares halt auch. So ein Spiel muss halt vor allen Dingen über die Kreativität kommen und Kulisse. Und das macht's bis jetzt atemberaubend gut. Ja, Bewegungsanimation, alles, alles, alles. Der Stil, ne, der Zeichnung, der Zeichenstil und sowas. Mega atmosphärisch. Auch so diese Panoramasichten dazu, dann trotzdem wiederum. Und halt die Funktion, nice. Ach, einfach geil. Weiß einer, wie lange das Spiel geht? Guck mal, die Menschen da hinten werden irgendwie verladen. Danke, Sexy One. Perfekt. Nur sie weiß nicht, dass wir am Ende des Streams irgendwie aufhören. Dann geht es irgendwie noch 10 Minuten weiter oder so. Das wäre halt auch doof. Dann wissen wir, machen wir es also in einem Stream. Ich höre die kleinen Viecher wieder. Man nennt sie auch Küken. Nee, das sind Vögel. Okay. Ich denke mal, das Teil da oben müssen wir irgendwie runter ziehen, schmeißen. Und irgendwas sagt mir, dass die Vöglein auch dabei eine Rolle spielen. Bis zum nächsten Mal, Lovecraft. Können das mit Sicherheit drehen. Ja, das ist es. Passt mal auf. Ah! Sacre bleu! Aber von der anderen Seite, so wie es aussieht. Müsste ja reichen. Ungefähr so. Müsste, glaube ich, ein bisschen passen. Wahrscheinlich hätte es auch schon noch deutlich einfacher geklappt. Aber was passiert jetzt mit den Vöglein? Amsel, Drossel und so weiter. Link und Star. Ich weiß nicht, was da unten ist, aber wir müssen ja trotzdem irgendwie weiter. Also hüpfen wir mal eben rein. Hier geht ein Kabel lang. Ah, doch. Das ist wieder so ein komisches Gerät. So ein Kontrollgerät.
darfst du jetzt kaputt gemacht haben. Ich weiß nicht ganz wieso, aber wir haben es kaputt gemacht. Uhrentunnel. Klingt eher wie ein Stapler, der Kran, ja. Da hinten sitzt irgendwas. Ich glaube, das sind entweder sind wieder Menschen, die wir kontrollieren können, oder die werden kontrolliert. Das kann es natürlich auch sein. Eins von beiden wird es sein. Aber das hier können wir nicht aktivieren. Mm-mm. Ich kann das, was er da rausgezogen hat, auch nicht mitnehmen. Hm. Das hat schon eine ziemlich coole Atmosphäre. Just beat it, beat it. Die entweder beide hier oder beide auf der linken Seite. Wir sind Mitglieder. Kommt gleich wieder. Zu hohe Stimme. Hm, versteht er sicher nicht. Moin, Zappelmax. Ich wünsche euch einen sonnigen Mittwoch, Sonne mit Gesicht. Danke, Zappelmax, für dein Prime Abonnement im 22. Monat. Danke, danke. Ich wünsche dir auch einen sonnigen Mittwoch, sonniges Gesicht. Sollen wir ihn jetzt hier wieder zumachen? Wir haben oben rechts so eine komische Leiste, ne? Also hier, das ist so ein Schaltkasten. Ah! Der muss da drauf stehen bleiben. Ah! Ich sehe auch jetzt die zweite Platte jetzt. Ah! Wenn sie halbwegs fair sind, dann machen sie es so, dass der Abstand jetzt genau der richtige ist bis zur Tür. Tja, wie machen wir es? So müsste ich es besser timen können. Ich dachte mir, dass es irgendwie quasi eine Art Rahmen als Hilfe geben muss. Sonst wird es wahrscheinlich ein bisschen zu schwierig. Und zu viel halt Trial and Error dann irgendwann. Weil wir ja nicht sehen können, wie weiter links noch weiter läuft. Sehr gut. Sehr gute Mini-Rätsel bis jetzt. Wirklich? Also bis jetzt gehe ich mit der Bewertung auf jeden Fall voll konform. Ist ein wunderschönes Ding. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich so ein bisschen lieber ist. Wenn es zu viel wird, sagt Bescheid. Ich war halt wirklich jetzt recht spät dran. Und habe original gar nichts gegessen. Weil die es interessiert. Das war gerade ein Brötchen mit
Capron. Jetzt eins mit Leberwurst. Und Mango habe ich hier aufgeschnitten. Oh, da unten laufen wieder welche. Scheinen irgendwie diese kontrollierten Menschen zu sein. Aber die anderen, die da mit Maske und den Hunden rumrennen, die scheinen irgendwie schon entweder anders kontrolliert zu sein oder einen eigenen Willen zu haben. Auf jeden Fall sind sie böse für uns. Ich glaube, das kann man schon mal getrost so sagen. So Momente, wenn ich nicht ganz weiß, wo das Spiel mit mir hin will, da wirst du richtig leise, um zu hören, weil die Kulisse ja auch sehr stark sich über den Sound halt spielt. Und dann zu hören, ob quasi irgendwas kommt oder irgendwas in der Umgebung halt ist, was dir irgendwie gefährlich werden könnte oder irgendwas. So, so viel ist es jetzt auch nicht. Gut, ich habe euch kleine Tomaten verschwiegen. Und wenn die so laufen, werden die kontrolliert mit diesem Mechanismus, den wir jetzt auch schon hatten, mit diesen komischen Kopf-Kontroll-Dialen, die von der Decke gehangen haben. Die hingen in aller Regel ja relativ hoch. Also waren sie ja schon eher für Erwachsene oder so. Was ich heute Abend koche. Wir werden nach Nachmittag irgendwann kochen. Wir machen gefüllte Auberginen und gefüllte Paprikaschoten. Aber ein paar mehr, weil wir ein, zwei davon auch einfrieren. Ist irgendwie gruselig, diese Menschen. Ich warte immer nur auf den Moment, wenn die dann irgendwie sich einfach mal anfangen umzudrehen und uns irgendwie attackieren. Okay, Ratten gibt's auch. Ja, so Mr. X, das sehe ich hier auch noch irgendwie auf uns zukommen. Ah, ich verstehe. Okay. Okay. Oh, der zuckt da sogar noch so komisch. Nein! Okay. Ich brauche irgendwas, was uns, glaube ich, mehr Schatten bringt oder so. Ich meine, den ersten Teil kriegen wir gut hin. Das ist klar, was wir von sollen. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht doch was mitnehmen. Schalt mal den Hebel einfach wieder aus.
ich mag es, wenn sie mit so typischen Spielergedanken spielen, ne? Weil du siehst einen Hebel, du aktivierst den Hebel, aber dann machst du dir das Problem ja quasi nur selbst. Jetzt hätte ich das aktivieren müssen, damit halt der Fahrstuhl funktioniert, ne? Aber sowas finde ich halt cool. Ich fände es auch cool, wenn es jetzt wirklich auch so weitergegangen wäre. Dann hätte ich mir jetzt quasi das Leben nur selber schwer gemacht. Moin moin, Pascal. Freilebende. Ja, ich kann mich nicht beschweren, wenn ihnen das alles fies ist. Wir haben immer noch die Hundescheiße. Parks. Eine Menge Flughäfen. Und mehr Wahlen als jedes andere Bundesland. Man darauf ausrutscht? Da sind die jetzt die mit Maske. Guck mal, da sind auch Kinder dabei. Den Spielraum lassen sie einem. Ich glaube, ich kann weiter. Oh, nee, das ist nochmal ein Hund. Oh, oh. Ich glaube, ich muss rennen. Genau. Obey. Obey. Kauft. Ich glaube, ich hätte rennen sollen. Ich
Boah, ist ja schnell. Oh, ist ja schnell. Scheiße. Alter, ist der flink. Irgendwas brauche ich. Der ist zu schnell, den kriegen wir nicht. Ich weiß was. Ich glaube, der kann nicht so hoch springen wie wir. Was zwar auch keinen richtigen Sinn ergibt, aber ich glaube, wir müssen ihn erstmal hier nach vorne ziehen. Dann kriegen wir es hin. No. No. Nichts vorsagen, Leute. Das ist doch das Spiel. Wenn ich nichts zu rätseln habe, dann kann ich mir auch ein Video angucken. Wenn er miträtselt, ist aber okay. Wenn er es vorher nicht wisst, sondern quasi nur miträtselt, dann ist natürlich in Ordnung. So. Kriegen wir den da weiter durch? Pass mal auf. Vielleicht mit ein bisschen Geschwindigkeit? Das sieht so brüchig aus. Er ist am besten in die Titel setzen. Also bis jetzt ist es mega gut. Das ist es halt, was ich erwarte. Das ist es halt echt, was ich erwarte von einem Indie-Titel. Die haben natürlich Schwächen in Sachen Grafik oder irgendwas dergleichen, weil sie halt nicht so aufwendige Engines oder irgendwas dergleichen haben. Bewegungsanimationen und so weiter und so weiter. Das heißt, na, sie nehmen diese und dann halt, sagen wir, auf so eine Perspektive oder so zu setzen, die ein bisschen weniger arbeitsaufwendig ist, aber dafür dann halt das Ganze anfüllen mit Kreativität und Atmosphäre und allem. Da sowas erwarte ich halt. Das ist ein Paradebeispiel bis jetzt für ein gutes Indie-Spiel. Okay. Schwierig, schwierig. Hier könnte ich noch hoch. Wir sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Versteht er sicher nicht. Moin, moin, Max, die pro Herz. Let's go, die Probots. Moin, moin, Olli. Danke für dein Prime-Abonnement im 13. Monat. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch dafür. Ja, genau. Let's go. Danke. Können wir vielleicht noch weiter runter? Ne, sieht nicht so aus. Hallo! Hallo! Nein! So. Nun aber. Ja, es gibt halt auch sowas ähnliches. Jetzt habe ich natürlich den Namen wieder vergessen. Aber der Chat wusste es. Warte mal, ich kann ja auch scrollen. So ist es nicht. Beatbox, nee. Limbo. Limbo. Vielleicht war es ja das.
ich könnte mich hier fallen lassen. Und da ist nochmal so ein Nöpkes. Und da müsste ich eigentlich eins höher. Bringt mir nichts, wenn ich hier stehe. Wir haben noch die Holzkiste. Ein Traum im Traum im Traum im Traum. Sind auf jeden Fall wieder Menschen, die normal sind. Ich glaube, das war zu knapp. Vielleicht können wir ja ein bisschen irgendwo drunter durchtauchen, das könnte es halt auch sein. Moin auch Nelana. Moin moin. Na, wie war so Forest? Ich überlege ja immer noch ein zweites Mal und so weiter. Raid, ganz genau. Danke für den Raid. Dankeschön. Und willkommen natürlich. Und auch all die Mitgebrachten und Mitgekommenen. Moin nach Oni. Moin. Danke. Ich muss mir das eigentlich noch mal ein bisschen umlegen. Mit der Tastatur. Ja, genau. Ich hatte halt auch überlegt, diese Forest 1 noch mal auszupacken. Dann irgendwann so ein bisschen. Oder halt Sons of the Forest noch mal auf der höchsten Schwierigkeit zu spielen. Und dann halt eher sich so ein bisschen auf Survival zu konzentrieren. Weil da kommen immer noch die ganzen größeren Updates jetzt ja in regelmäßiger Reihenfolge. Und da wäre natürlich schon interessant, wie man halt so ein bisschen damit umgeht. Da weiß ich ja nicht so genau, wie ich das mache. Aber ja, so irgendwie was an dem Dreh, nicht wahr? Okay, wir schauen mal unter Wasser nach. Ich hab tierische Schiss, dass der mir einfach absäuft. Oh, was haben wir denn da?
Aber The Forest 1, oder halt nur The Forest, ist halt auch ein sehr schönes Spiel. Kann man schon mal durchaus machen. Wenn man halt gerade erst Sons of the Forest gespielt hat, dann halt auch erst recht. Dann ist man halt auch ein bisschen angefixt. Deswegen, ich überlege auch ein bisschen, was man da so machen könnte. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, vielen Dank für den Raid mal wieder. Vielen Dank. Ein Knopf. Was machen wir mit Knöpfen? Jetzt der Hai aus Resident Evil 1. Ich dachte, jetzt hört es nicht mehr auf. Dann wäre das so ein Sink or Swim Teil gewesen, wer das noch kennt. Ewig altes Spiel. Oh, voll cool. So. Ist halt die Frage, inwiefern uns das bringt. Wir könnten natürlich auch schon, dass wir jetzt nochmal eins gleich zurückgehen. Und vielleicht verändert sich dort der Wasserstand auch. Danke, Oli. Danke, danke. Ich versuche das Möglichste. Kurz mal schauen, ob der jetzt hier das schließt. Ja, er schließt's. Okay. Wenn wir die Klappe oben öffnen, was bringt uns das? Ach, guck mal. Ah, wir werden hier wahrscheinlich die Palette wieder brauchen, ne? Oder was in dem Dreh? Ich schätze mal, wir bekommen durch die Klappe hier oben dann vielleicht die Palette durch. Moin auch, Elm. Ein schönes kleines Spielchen, sehe ich auch so. Ne, wir kommen gar nicht mehr raus. Gar nicht mehr zurück. Oder warte mal, doch, vielleicht gleich. Nee. Okay, zurück nicht mehr. Oh, ich sehe nichts, was ich mitnehmen könnte. Also hoch. Ja, rechts die Tür ist gut, aber die schließt sich halt, sobald wir hochgehen, Pascal, ne? So einfach ist nicht. Die eine Klappe, die wir geöffnet haben, die wird ja schon in irgendeiner Art und Weise der Schlüssel sein. Das heißt, ich werde irgendwas brauchen, von dem aus ich halt hochklettern kann, springen kann. Ist das von Limbo? Ja, Limbo, ja. Genau, an Little Nightmares erinnert es auch, aber ja, es ist von den Limbo-Machern. Und halt 96% positiv bei Steam. Und das ist momentan halt mega im Angebot. Du zahlst momentan 1,99 hierfür und für Limbo irgendwie 99 Cent. Also, kannst du halt auch echt nicht falsch machen, ne? Ich tauch mal. Mal gucken. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Warte mal. Oh oh. Oh oh. Ups, das war zu lang. Das war definitiv zu lang. Ah, das heißt aber, warum habe ich denn oben dann aber die Klappe, bitte? Soll die mich einfach nur ablenken vom Eigentlichen, was ich zu tun habe? Dann hätten sie es geschafft. Wenn sie dann interessiert sind, jemand, der alles zerdenkt, in die Irre zu treiben, dann haben sie es damit wunderbar hinbekommen. Ich mache sie trotzdem nochmal auf. Mal schauen. Nee, ich brauche sie schon. Denke ich mal, früher oder später. Hoffentlich.
Nein! Fast. Vielleicht, wenn ich es doch schräg versuche? Moin noch Happy Cent. Moin moin. Aha! Okay. Ignorieren wir die Klappe. Ignorieren wir sie einfach. Oder auch nicht. Jetzt geht's los. Wetten. Jetzt, wenn wir sie brauchen. Jetzt, wenn wir da draufklettern müssen, um unter der Kette oben zu ziehen. Moin auch, Schriele. Moin. Was geht, Schriele? Hast du dich erholt von gestern? Da oben sehe ich schon wieder Menschen laufen. Ich glaube, es ist ein normaler, also ein böser. Nicht die komischen gesteuerten. Oh, da werden viele abtransportiert. Übel, übel, übel. Ich sag's ja. Übel, übel, übel. Passiert nichts. Ach nö. Weil sich Perspektive ändert. Okay, wir müssen das wahrscheinlich in 2, 3 Anläufen machen oder sowas. Die machen auch Geräusche. Ach komm schon, das würde nicht klappen. Ein kleiner Schatten wäre da auf jeden Fall auch noch. Okay. Gespeichert wird. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Schatten quasi einmal mitlaufen. Da ist die Klappe, durch die wir wahrscheinlich durch müssen. Natürlich. Natürlich. Ich glaube, ah, okay, wir müssen anscheinend, ah, nee, doch nicht. Oder noch tiefer? Ich weiß ja immer noch nicht, wo wir herkommen, wo wir hin müssen. Das haben sie ja alles nicht geklärt. Also die Geschichtserzählung beruht ja wirklich nur auf dem, was wir hier sehen und miterleben.
Also noch tiefer in den Fuchsbau. Hunde. Die fressen da hinten irgendwas. Ich will gar nicht wissen, was. Aber die werden mit Sicherheit doch gleich wieder hinter uns herrennen. Frage ist halt jetzt, können die halt schwimmen oder nicht? Und können sie tauchen? Okay, ich glaube, wir haben es beantwortet. Schwimmen ja. Nein! Das ist schon echt böse. Na los, Muffis, kommt auf die andere Seite. Schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Zieh, komm schon. Na ja, sehr gut. Die Frage, ob ich sogar auf der Mitte sogar schon rübergehen könnte. Weil sie es noch gar nicht checken, dass ich gar nicht komplett drüber gegangen bin. Ah, ich glaube, es reicht schon, aber ich mach's lieber nochmal. Was ist meine? Nee, sie kriegt's mit. Ja, gut. Ich wollte doch nur ein bisschen austricksen. Nur ein bisschen. Kommen die da nicht durch. So groß, so klein war der Spalt jetzt eigentlich auch nicht. Ups. 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 Gerade so. Ich schätze mal, die Tauchkugel ist für uns. Yeah! Sehr
Sehr cool. Velociraptoren aus Jurassic Park hätten sich ausgeteilt. Ja, ja, clever Mädchen. Hey. Wo tauchen wir denn jetzt hier durch? Ist ein bisschen Matrix-mäßig was. Roboter hinter uns? Da hinten, hinten. Nicht links, sondern tief im Raum. Das ist alles bis jetzt großartig. Schon eine feine Sache. Hey, ich glaube, ich mache jetzt hier mehr kaputt, als mir eigentlich lieb ist. Oder ich steige mal eben eine Runde aus. Das ginge natürlich auch. Ich habe jetzt den kompletten Spalt irgendwie aufgebrochen. Ich könnte natürlich schon versuchen, einmal irgendwie rauszugehen. Frage ist halt nur, was bringt's mir? Was bringt's mir? Ich schätze mal, jetzt werde ich das wieder öffnen müssen. Sieht so aus, als hätte ich noch irgendwas... Ah, nee, doch nicht. Vielleicht noch irgendwas übersehen oder so, aber nee, ich glaube, passt. Also ich glaube, wir brauchen sie schon noch. Nee, 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 nee. Das Zeug hier sieht safe danach aus, dass wir noch irgendwas hier machen müssen. Was? Ich hätte auch durchaus mal wieder Bock auf Jurassic World. Leider war ja der zweite Teil eher so mau. Es gab hier... Aber es gab ja noch ein paar DLCs, vielleicht sind die ja mit dem Update, dann hat das Update ein bisschen besser gemacht. Das könnte es natürlich schon sein. Okay. Oh.
Okay, einer ist oben geblieben, die anderen sind runter. Die Frage ist nur, was bringt das uns? Ich sehe hier etwas, das könnte aber eher wieder fürs U-Boot sein. Ich glaube, wir gehen nochmal nach oben. Wer weiß, was wir da noch freigelegt haben. Wie lange geht Limbo, Joker? Weißt du das? Wenn das auch wie hierbei so um die 4 Stunden wäre, wäre natürlich echt supidupi. Dann wäre das genau das Ideale. Pflanzen? Ohne Licht? Okay. Nee, ich glaube, wir brauchen unser U-Boot doch noch. Wäre doch nicht so ein cooles U-Boot auch hier ins Spiel mit reingebracht haben, dass wir irgendwie 2 Minuten damit durch die Gegend fahren, dann ist weg. Auch um G4. Oh ja, okay, sehr gut. Das sind echte Nachtschattenplatz. Ja, ich glaube auch. Alpha, ich glaube auch. Mal gucken, ob wir jetzt hiermit die Tür unten öffnen können. Okay, so nicht. Oh oh. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Da war was. Nun ja. Okay, wir müssen den Wasserstand irgendwie noch erhöhen. Natürlich jagt uns auch unter Wasser was. Das heißt... Nur wie? Haben wir irgendeinen Knopf noch übersehen? Aber nur den einen Knopf bis jetzt, ne? Wenn ich jetzt hier runtergehe, passiert ja eigentlich auch nichts. Genau, da können wir wieder runterspringen. Schauen wir mal, Yuka. Vielleicht kann ich... Ich kann springen mit dem U-Boot. Ich kann ja auch so nach vorne jumpen. Und nach unten, also so quasi dem Ganzen so einen Push geben. Wahrscheinlich kann ich das einfach auch nach oben machen. Ich versuch's mal. 3 Minuten, Pascal. Es bleibt dabei. 3 Minuten auf 1 Stunde. Oh, das war nicht. Das heißt, alle 30 Minuten, 1,5 Minuten. Ja. Allerdings spiele ich auch mit dem Gedanken, das Ganze. Ich meine, wenn ich es erkläre, habe ich eigentlich noch nicht einmal erlebt, dass es dafür kein Verständnis gegeben hätte. Weiß ich auch durchaus. Eigentlich moderat ist. Aber der Umstand, dass ich das selbst, ich mache es jetzt ja mittlerweile schon seit einem Vierteljahr, halbes Jahr oder sowas, eigentlich trotzdem immer wieder erklären muss, zeigt ja so ganz dann vielleicht doch nicht. Ja. Und dieses Überhand, was es anscheinend geben muss, ist, dass Twitch quasi im Zweifelsfall, wenn die Werbeblöcke halt nicht genau so getimed sind, dass es dann halt, sagen wir mal, bei 1,5 Minuten bleibt, dass sie das halt dann länger machen, weil eher auf keinen Fall halt insgesamt der Werbeblock zu kurz sein darf.
Also da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Also ich weiß auch nicht. Da ich das jetzt ja auf meinem Main-Kanal bei YouTube ja zum Teil auch jetzt recht erfolgreich hochlade, spiel ich schon so ein bisschen mit dir. Wir sind Gedanken. Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Dann nochmal was zu ändern. Versteht er sicher nicht. Hey Max und Chat, wie geht's? Max. Eine Hand auf ein neues Monat, voll Sympathie und coolen Content. Weiter so mit den tollen Streams. Liebe Grüße, Dico Herz. Moin, Blubidu, moin, moin. Nein, du sollst da drin bleiben. Danke, danke, Blubadur, für das vierte Monat. Den vierten Monat schon. Vielen Dank. Stufe 1, aber vielen Dank. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Und wir werden sehen. Moin auch, Combat Misara. Wir grüßen auch zurück. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Schöne Sachen auf uns zu. Je nachdem, vielleicht ja morgen sogar schon Resident Evil. Spätestens am Freitag Resident Evil. Das neue Remake. Pause der Arbeit. Auch gut, auch gut. Oh oh. Ich denke mal, hier werde ich tauchen müssen. Erstmal schauen wir noch, wo es hingeht, was uns fehlt. Okay, ich werde wahrscheinlich diese Tür damit öffnen. Wir werden aber noch... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einfach nur so durchtauche und auf den Knopf drücke. Ich glaube, da fehlt noch was. Oder wird noch irgendwas passieren. Gucken, ob wir oben irgendwie was finden. Vielleicht kann ich aufs Ufer draufsteigen und nochmal irgendwie irgendwo draufspringen. Nö, scheint auch so zu sein. Okay. Na, dann mal los. Da durchschwimmen. Na gut, dann machen wir das. Dann noch eine Stunde abrocken mit den Studenten. Gitarre und dann heimwärts. What? Das klingt doch entspannt. Das klingt doch sehr gut. Wir werden nachher, ich habe ja heute nur einen halben Tag, weil ja Samstagprogramm kommt. Wir machen nachher auch noch schicke Sachen. Wir werden auf jeden Fall nochmal rausgehen. Muss nochmal zum Garden Center, bald bepflanzen wir ja dann. Ja, die Hochbeete auf dem Balkon, dass wir wieder unser eigenes Zeug weiter futtern können. Gürkchen, Tomate, was wir da nicht alles holen. Das wird auch sehr cool. Dann mal schauen. Aber es scheint halt echt recht warmes und schickes Wetter zu sein. Also mal gucken, vielleicht machen wir noch was anderes Schickes dazu. Sehr geil. Hoffe ich mal, dass bei euch am Samstag das Wetter... Aber ihr werdet wahrscheinlich drinnen dann noch sein, ne? Aber das Wetter besser wird als hier. Hier ist nur Regen, Gewitter und nur so ein Spaß angesagt.
drin. Ach, ist das gut, ist das gut. Boah, natürlich gibt's wieder irgendwas, was uns töten will. Das ist doch klar. Im Mai dann oben her. Sehr gut, sehr gut. Und wo? Und wann genau? Weg, 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 weg. Verkrümel dich. Im Burgland Österreich, ja gut. Drück dich! Oh oh! Nein! Nein, das wäre ja auch irgendwie mal witzig. So ein Konzert zu gehen von einem meiner Zuschauer, oder? Wäre ich zum Zuschauer. Und höre. Wäre schon irgendwie witzig. Ja, wenn es mal in Richtung Deutschland geht, dann sag mal Bescheid. Eingesperrt oder ausgesperrt, je nachdem. Aber irgendwas sagt mir nicht allzu lang. Oh oh, ich glaube lang macht es aber auch nicht mehr so mit. Na, ich glaube, das ist das Ende unseres U-Boots. Das ist kein... Doch, es ist Strand. Es ist Sand. VIP-Tickets. Oh, oh, nice, nice. Sehr cool. Hoffe ich mal, dass es kinderfreundliche Musik ist. Der Thinker. Der Bluesrock. Das sollte drin sein. Ich meine, ich tippe mal ins Blaue. Wahrscheinlich dann auf Englisch oder so. Dann würde er das eh noch nicht verstehen mit 3 Jahren.
Okay, da kann ich noch nichts machen. Wir müssen mehr Leute da drauf stellen, so wie es aussieht. Oder? Könnte sein. Austrian Dialect. Ah! Die Australier. Ich denke mal, wir werden ja wahrscheinlich jetzt ein paar von denen noch irgendwie einsammeln müssen. Komm ich da hoch? Nein, nein, nein. Ja, oh, ist ja cool. Falls ihr noch einen Virtuosen einer Triangel braucht, sagt Bescheid. Ich sag mal so, Metallophon. Bring ich auch noch hin. Müssen wir da irgendwie, wir müssen irgendwas, wir brauchen einen Mensch wahrscheinlich, der die irgendwie schiebt oder so. Aber ich glaube, auf der Ebene können wir noch nichts machen. Wir gehen mal eins ganz weit nach unten. War sehr tief. Das hier ist alles Sand. Ich kann hier noch tiefer runter? Und trotzdem noch weiter nach vorne laufen. Jetzt wollen sie uns endgültig verwirren. Da sind auf jeden Fall noch mal ein paar von den zu kontrollierenden Menschen. Müssen wahrscheinlich echt alle 19 oder was sie da wollten. Dann da zusammenführen. Schau mal, ich stelle hier noch links. Bis bald, Blube Dua. Viel Spaß dir auch. Eieieiei. Wir brauchen viele Menschlinge. Ganz viele Menschlinge. Sonst wird das nichts. Aber bis jetzt haben wir noch keine gefunden, die wir mitnehmen könnten, die wir schon kontrollieren können. Es fehlt also wahrscheinlich schon noch das ein oder andere. Hier hätten wir auch runtergekonnt. Ah, die erste Gruppe. Überhaupt nicht creepy. Nein. Puh. Kommen wir auch nicht mehr weiter. Uns fehlt was.
Nachher können wir hier einfach weitergehen und das ist alles war quasi nur angetäuscht. Ich glaube es zwar nicht, überhaupt nicht, aber ja. Ich schätze mal, mit der ersten Gruppe werden wir diese Lore unten bewegen dürfen. Und dann holen wir uns irgendwie die nächste Gruppe rein. Und irgendwie so geht's immer weiter. Sehr, 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 sehr sicher. Und schwingen und schwingen. Ja, yep, da kriegen wir sie. Okay. Das ist ja witzig. Jetzt kommen die einfach mit uns mit. Das ist ja cool. Jetzt werden wir wahrscheinlich mit einem von denen irgendwie hochspringen müssen. Oder helfen die uns gleich hoch? Ja, wartet mal. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Moin, Freunde. So welche hätte ich im Alltag ganz gerne. Wenn die noch ein bisschen genauer steuern könntest, dann könnte ich für dich halt so ein bisschen den Haushalt und alles machen, ne? Beim Einkaufen. Auch so in den, wenn du halt irgendwie mal shoppen bist oder so. Die tragen dich dann so durch die Gegend. Die bräuchten dann nur noch so einen richtig coolen, gemütlichen Sessel. So einen mit Massagefunktion. Dann hält einer so ein, zwei Autobatterien, damit das Ding dann auch unterwegs funktioniert. Naja, ich doch, doch. Tatsächlich sogar jetzt eher wohin damit? Dann würde ich drauf tippen, dass wir das Teil hier hinstellen. Bin mir zwar noch nicht ganz sicher, wieso, aber ich glaube, das ist richtig. Wie die da einfach mit mir rumlaufen. Guck mal, hier können wir irgendwie Sand oder so raushauen, ne? Jetzt verschieben die das unten. Können wir sie erstmal nochmal mitnehmen? Wir gucken mal, ob wir vielleicht mit denen erstmal ins Höher gehen können oder so. Wir nehmen sie mal erstmal mit. Auf Anhieb wird es mir jedenfalls erstmal nicht klar, was wir mit denen auf der Ebene machen können. Noch mehr. Aber es sind noch zu wenige. Kommt mit. Die ganze Gang. Die ganze Gang. Sehr cool.
Ein bisschen wie die Lemminge. Noch mehr! Nein! Können mich da nicht rüberschmeißen, wie bei Herr der Ringe? Ja! Zu spät. Aha. Perfektes Timing. Mehr Menschlinge, mehr Menschlinge. Folgt mir. So, das heißt, die haben wir so schon mal alle. Da haben wir unten noch die Lore. Wir können auch nochmal nach oben fahren. Mal schauen, was da noch alles passiert. Aber 20 sind das auch noch nicht. Können wir kurz mal zählen, wie viele es sind. Aber ich denke mal, 20 dürften es noch nicht sein. Okay, 7 fehlen noch. Oder 8, je nachdem. Ob ich mit draufstehen muss oder nicht. Na dann. Auf nach oben. Kling, 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 kling. Heißt ja auch, die könnten mich wahrscheinlich hier hochschmeißen, ne? Ja. Nein, nein, verlass uns nicht! Verlass uns nicht! Oh. Okay, der ist tot. Was sind diese Stöße vor allen Dingen? Ja. Vielleicht zählt er halt trotzdem. Mal gucken. So cool, wie die mich auch auffangen und so, wie die auf mich reagieren. Also dann noch 7 oder 6. Da kriegen wir nochmal 3. Ich hoffe mal, ich habe sie damit nicht gekillt. Und dann müssten wir hier auf der Ebene durch sein. Dann gehen wir runter.
fehlt immer noch einiges. Wir müssen auf jeden Fall noch diese komische große Sandlore oder was ist das bedienen. Definitiv. Z-Bow, was hast du denn? Was hast du denn für einen Flugzeugträger? Na, haben sie es überlebt? Nein. Doch. Oh, sehr gut. Kommt mit, Freunde! Kommt mit, kommt mit! Es waren jetzt drei, ne? Ja. Die Hornet. Also mindestens drei, wenn nicht sogar vier fehlen noch. Umsonst? Ja, 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 sehe ich auch so. Würde ich auch nehmen. Ja, mein zweites Ami-Schiffchen immerhin. Ich habe ja bis jetzt nur die Nebraska oder was ist, dieses eine Hybrid-Dingen. Der bin ich nicht so sehr zufrieden. So, jetzt haben wir so viele. Nee, wir kriegen es auch nicht rüber. Habe ich ein paar. Schauen wir mal, ob ich hier irgendeinen Hebel habe. Nee, wa? Ist so cool, dass der und wirklich auch alle mit mir mitlaufen. Ich schätze mal, jetzt kriegen wir die letzten drei. Hoffentlich. Welche Kiste hast du denn geholt? Acht Könige der Meere, deswegen der Luftversorgung. Danke, Dennis oder Denise, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hatten beides schon in beiden Fällen. 1907 für dein Follow, danke. Das wird es wahrscheinlich sein. Das sind unsere letzten. Kommt mit! Kommt mit! Ich führe euch zum Schotter.
scheint alles Bauarbeiter zu sein, ne? Mit den Helmen und allem drum und dran. Wenn man jetzt mal überlegt, was die anderen Menschen waren, die halt das... Da habe ich Schlips und Kragen und so gesehen. Vielleicht sehen wir hier bereits schon eine... eine kleine Gesellschaftskritik. So, aber ich glaube, wir haben genug, ne? Müsste sein. Schade, wahrscheinlich werden wir sie dann trotzdem gleich los. Ich würde hier doch sehr gerne einfach alle mitnehmen. Meine Gang, meine Gang. Moin auch, Master Comet. Ich wusste es, dass die alle zurückbleiben. Ich wusste es. War doch Uli. Okay. Okay. Bots. Okay, okay. Böse, böse, böse. Viel Zeit lassen sie die echt jeder jeweils mal nicht. Putz. Aber was ist das? Ich denke mal, das wird mich so ein bisschen schützen. Okay, ich glaube, ich brauche es an der Leiter nicht so, wie das aussieht. Ich muss das, glaube ich, hinten in Position bringen. Sieht jedenfalls so ein bisschen danach aus. Nicht wahr? Nein, 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 nein. Ich brauch's auf jeden Fall auch einmal da. Wir brauchen eine Bewegung. Das ist das Einzige, was irgendwie halbwegs mit drin ist. Wir können halt nur steuern, wann es halt losgeht. Zu spät. Uiu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 
Meine Güte. Wir sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Ah, versteht er sicher nicht. Moin auch dem Magus M. Moin. Ich danke dir auch für natürlich für das Stufe 1 Abonnement im 11. Monat. Vielen, vielen, vielen Dank für die 11 Monate. Eieieiei. Ups. 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 Naja, du brauchst es wirklich wahrscheinlich einmal, also es darf nur noch am letzten Eckchen da dranhängen, dann wird's was. Manchmal lassen die ja wirklich krass wenig Zeit für die Einzelnen. Was ja gut ist. Soll ja auch ein bisschen schwer und knifflig sein. Ich habe da ja keinen Spaß dabei. So. Knäppkes. Jetzt muss ich es dahinter kriegen, richtig? Ich glaube ja. Oder nicht? Aber wenn es vorhin weggeschubst wurde? Nein! Ich dachte, da unten geht's nicht mehr weiter. Also da unten hätten wir nicht diesen komischen Druck. Nein, 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 nein! Nein! What? Ich wollte doch warten! Ich habe mir übrigens was Gutes geholt. Ich habe mir mal die... die Olivennudeln im Center. Ja, das mit den Costumes ist doch schon eine feine Sache. Ich werde vor allen Dingen das Backseat-Cooking nie dabei vergessen. Aber es hat schon Spaß gemacht. Sache. Ich glaube,
glaube, jetzt sind wir halbwegs mal sicher. Wahrscheinlich auch nur für kurze Zeit. Aber es hat auch Spaß gemacht. So ein bisschen Reality-Stream sozusagen. Ist auch was Feines. Jetzt echt uncool. Das ist jetzt echt uncool. Hier kann ich noch nichts machen. Kann ich hier irgendwas wegdrücken? Kann ja auch nichts greifen. Das war's. Ich sehe aktuell ehrlich gesagt noch nicht, was er machen kann. Vielleicht doch oben? Was meinst du? Ist das die Kochstudios oder was meinst du? Natürlich, natürlich. Jetzt sieht es schon mal aufgeräumter aus. Strom ist auch wieder da. Vielleicht sehen wir gleich wieder ein bisschen was von den kontrollierenden Menschen, was dann immer für welche sind. Ich habe das Gefühl, das Spiel möchte am Ende des Tages auch gar nicht unbedingt alles aufklären. So ein bisschen wie Odyssee im Weltraum. Da gab es doch mal ein wunderbares Interview mit dem Stanley, wo er auch meinte, wer glaubt, er hätte wirklich verstanden, was dort gezeigt wird, der hat es einfach nicht verstanden, weil es einfach nicht unbedingt einen logischen Schluss gibt. Oder zumindest einen Teil nicht gibt. Nicht, dass es was gebracht hätte. Oddworld habe ich auch gespielt. Oddworld war auch cool. Irgendwas, was war's? Good and Tasty oder so? Little Big Adventure. Adventure würde ich auch ganz gerne mal spielen. Oh! Das Vieh kennen wir doch noch irgendwo her. Wir müssen eins oben behalten, glaube ich.
zu früh. Könnte ich mir vorstellen, dass ich das machen soll. Ich bin mir aber nicht. Das ist das Einzige, was ich jetzt so großartig noch verändern könnte. Deswegen machen wir das mal. Aber Oddworld ist auch cool. Erst den hier. Yay! Vor allem Little Bit Adventure 1 habe ich nie gespielt, hat nur 2. Ich glaube, ich habe es nicht komplett zu Ende gespielt. Na gut, versuchen wir es mal. Ich kann nicht anders, ich bin neugierig. Nee, reagiert nicht. Okay. Jetzt wird's gleich wach werden. Ich glaube, darüber gewinnen wir jetzt auch wirklich wieder einen Abstand. Nicht? Jetzt kommen wir eins weiter nach oben. Böse, böse, böse. Und springen. Das ist schon schön gemacht. Schon echt schön gemacht. Nein, die andere Richtung. Oh, noch Punkzocker. Oder auch nicht? Moin, danke, danke für dein Follow. Timing nicht gut. Was bringt mir das hierher? Was bringt mir das? War ich doch schon. Oder?
Muss ich hier denn wirklich nochmal zurück? Ich versuche mal weiter zu schwimmen. Bös. Ich glaube, ich muss sie nach hinten ziehen. Kann das sein? Dass ich möglichst lange Zeit habe, hier weiter zu schwimmen. Schauen wir mal. Boah. Okay. Aber wann bringt mich denn Mechanismus noch? Der bringt mich doch eigentlich nur zurück. Vielleicht ja gar nicht dahin. Vielleicht kann ich mich damit nach hinten katapultieren. Das ist es, ne? Ja, glaub schon. Ja, dann brauche ich doch eigentlich das Teil hier oben gar nicht. Ist das, was ich meine? Das brauche ich doch eigentlich nicht. Das bringt's nicht. Vielleicht, wenn ich mich unten ranhänge und dort hinten ganz unten hänge, dass er dann erstmal nach links schwimmt? Das ist es, warte mal. Nee, ist es nicht. Ich hatte gedacht... Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Versteht er sicher nicht. Oh, Inside, klein aber fein. Hallöchen, Max und Zuschauer. Hallöchen, Kasimir. Danke für dein Stufe 1 Abonnement am 23. Monat. Vielen lieben Dank. Ja, ist bis jetzt ziemlich geil. Das Spiel zum ersten Mal macht Spaß. Ja, vielleicht... Ich weiß halt nicht, ob ich aus dem vom Wasser aus wirklich rankomme. So ziehen wir es weiter weg. Das ist der Deal. Saugeil. Trotzdem langsam mal nur so eine kleine Schrotflinte. Könntest du schon mal auspacken, oder? So eine ganz kleine. Hat sie denn jetzt damit das bitte wieder durchgeschafft? Wir haben sie doch gerade ausgesperrt, oder gibt es das schon wieder? Ist es überhaupt dieselbe von vorhin? Na, da wissen wir natürlich auch nicht. Könnte natürlich sein, dass es mehrere von ihr gibt. Vielleicht werden wir das noch bald rauskriegen. Also müssen wir es irgendwie schaffen, die wieder ein Stück zurückzutreiben. Uhuhu.
Oder ich habe irgendwas übersehen. Hm? Sieht nicht so aus. Oh, was Verrücktes? Nee. Ich hätte mal versucht, ihr entgegenzuschwimmen, ob da noch irgendwas ist. Sieht aber auch nicht so aus. Vielleicht zweimal draufdrücken? Timing, Timing! Mal wieder. Nein! Nein! Zu spät, zu viel, zu spät. Vielleicht so zwei Drittel? Wenn du im Down gepeilt, könnte das vielleicht auch werden. Ich finde, das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Musik könnte sie einspielen. Hm. Sicher? Sicher, dass es so geht? Es geht so schnell wieder runter. Ich muss es schon ein gutes Stück weit oben lassen. Vielleicht doch durchschwimmen? Viel zu weit, viel zu offen. Also da komme ich auf keinen Fall durch. Ich muss sie wieder aussperren. Das Einzige, was mir einfällt, ist halt wirklich über das Timing. Aber das könnte schon echt, echt brutal werden. Ich glaube, da werde ich noch ein, zwei Versuche für brauchen. Da fehlt doch noch was, oder? Ich weiß auch was. Ja. Wir müssen hier wieder raus. Ich drücke auf den Knopf, gehe wieder raus, ziehe sie nach hinten und dann kriegen wir es hin. Ja. So kriegen wir mehr Zeit. Und alle Köpfchen. Ich verzweifelt super schnell, die aber auch echt versucht, zu uns ranzukommen. Was haben wir denn getan? Die werden wir mit Sicherheit nochmal sehen. Würde ich alles drauf wetten. Irgendwie loszueisen.
Die sind irgendwie angekabelt. Danke auch, Jakun. Follow. Okay, scheint so, als können wir jetzt unter Wasser atmen. Oder wir sind jetzt bereits tot. Was ist das hier? Was mit den Fischen werde ich wahrscheinlich machen müssen. Ich weiß noch nicht so genau was. Vielleicht müssen wir den Mechanismus erstmal finden. So irgendwie. Der Schwarm mit uns herrscht. Noch einer, der irgendwie tot ist. 2,5D. Warum? Warum haben wir das jetzt ausgehalten, wenn sie uns jetzt nach unten gezogen hat? Und irgendwie wurde transformiert und die letzten Male sind wir einfach nur gestorben?
Da waren Fall Leichenteile. Das war knapp. Aber jetzt müssen wir gar nicht mehr atmen, oder wie? Eine Ratte. Nein! In Hacken! Aber so klappt's. So schon ganz richtig. Erstmal entspannen. Er schwingt so ein bisschen danach mit, das ist gemein. Kurbelt schneller! Schon reichen. Nee. Das heißt, wir müssen gleich nochmal hinterherlaufen. So zu manchen Panorama-Ansichten halt wirklich einmal so ein schickes kleines Liedchen eingespielt oder so. Die Fischis sind wieder da. Und ich kann jetzt ja auch wahrscheinlich immer noch so groß, so wie ich auch nur will, durch die Gegend tauchen. Blums. Sind mir vielleicht deswegen irgendwie gut gesonnen? Ich gehe einfach durch. Wir sind Mitglied, ohne Hände. Das kann natürlich auch sein. Versteht er sicher nicht. Oh moin auch, Benny KDZ. Moin Moin, ich danke dir für dein Prime-Abonnement im dritten Monat. Vielen lieben Dank.
Okay. Schaut mal, die hängen jetzt auch verkehrt rum. Ich hab aufgepasst. Zurückhol das U-Boot. Moin, Jo-Websen. Ich tippe mal eher auf Nein. Aber hier gibt's auch noch was. Okay, die Fische wollen hier aber nicht durch. Das ist jetzt irgendwie mega strange, dass ich jetzt halt irgendwie unter Wasser die ganze Zeit atmen kann. Okay, wir haben einen Knopf, damit können wir oben den Schacht verschließen. Sonst habe ich jetzt noch nicht allzu viel gesehen, was uns weiterbringt. Wir können uns irgendwie hochschießen. Hier kommt nichts. Da ist ein Knopf, aber der ist aus. Hat einer seine Kaffeetasse vergessen? Sauber. Schauen wir doch mal hier vorne erstmal weiter. Okay. Ich glaube aber genau das soll ich machen. Wofür ich das Teil jetzt wiederum noch brauche. Das, nun ja. Schon sehr geil. Kann ich es vielleicht hier hinten irgendwo nochmal fallen lassen? Oder es ist halt genau das. Vielleicht muss ich es auch nur wirklich direkt da wieder dran stellen und kann jetzt oben drauf. Das kann es natürlich auch sein. Nicht so kompliziert. Nicht so kompliziert denken, dann funktioniert das meiste auch. Zack. Zack. Auch cool, dass es selbst auch so reagiert, wenn es so viel angewinkelt ist. Aber bringt mir das hier oben was? Nö, oder? So schnell. Ist da oben denn überhaupt irgendwas?
Ich glaube fast nicht. Was bringt's mir denn, wenn ich da oben drauf lande? Bringt mir das überhaupt irgendwas? Also so schnell wie das ist. Ich kann nicht den hier machen, dass ich mich hier drauf stelle, dass jetzt zünde und dann dahin renne. Da ist es oben schon längst wieder weg oder da. Aber ich glaube, hier oben geht's überhaupt gar nicht weiter. Ne? Hier ist doch eigentlich nichts. Das richtig? Ich glaube ja. Ich nehme es nur mal mit. Vielleicht kann ich es oben komplett fangen. Gerade noch drüber geredet. Ja. Schön. So gut hätte ich trotzdem auch ganz gerne, Ups. Wäre ich auch dabei. Aber irgendwas sagt mir, dass wir da nicht mehr zurückkommen. Vielleicht sehen wir es ja irgendwann nochmal. Brauchen wir den unten? Scheint irgendwie so ein Graviton-Ding zu sein. Oh, hier brauchen wir noch einen. U-Boot. Gravitationsspiele mag ich ja schon seit Half-Life 2. Damit kriegt man mich ja. Ich mag aber auch so Logikrätsel und so Physikrätsel und sowas. Man merkt, ne? Physik, Logik, nicht das gleiche. Okay. Oh, da oben sind auf jeden Fall schon wieder Lloyds. Echt so? Nee. Können erstmal schauen, ob wir noch irgendwas finden. Sieht nicht so aus.
Könnte sein, dass wir das aus dem vorderen Raum noch haben. Versuchen wir es mal. Cool, dass sie da hinten auch gar nicht mitbekommen, dass hier die ganze Zeit einer mit ihrem Physik-Wassergenerator Zeug spielt. Da haben wir wieder ein paar von denen. Jetzt ist die Frage, ob das Teil schwimmt oder nicht. Auch irgendwie mal ein bisschen strange, dass da halt auch Kinder dabei sind, ne? So, nun aber. Schon witzig. Jetzt schieben wir das Ding einmal auf die andere Seite. Runterziehen können wir es auch nicht. Es bleibt wirklich komplett oben. Es ist also schwerer. So. Warte mal. Du brauchst ja hier. Und plümps. Nee, brauche ich nicht. Nee. Stimmt gar nicht. Ich brauch's hier links oben. Ja, wir müssen oben hier über die Brücke quasi tauchen. Das müsste es sein. Ich glaube, die Wand unten ist nämlich zu hoch. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ups. So. Dann einmal plumps. Ich glaube, so ist es. Sowas mag ich total. Jetzt zwischendurch noch eine Shooter-Einlage, so nach dem Motto. Also ich finde, bei Trine 2 fand ich halt die Mischung aus Rätseln und zwischendurch Action-Einlagen ganz cool. Auch mit den unterschiedlichen Charakteren, das unterschiedliche Fähigkeiten dabei, das war auch nicht so verkehrt. Sind das Minen oder sind das Bojen? Aber das ist schon sehr gut. Das ist schon wunderbar. Ja, darf man ja echt nicht vergessen. Ich habe nach wie vor ja nur 1,99 hier bezahlt. Da hängen sie wieder. Und ich jetzt gleich auch. Scheint mir nicht zu folgen. Wäre ja mal interessant zu wissen, ob wir die jetzt absaufen können, ne? Also,
Wäre vielleicht möglich. Nein! Wir müssen hier hoch, das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Wasserpegel wieder setzen. Aber wenn die halt nicht unter Wasser atmen können, dann können wir sie vielleicht ein bisschen countern. Wird Zeit für die Offensive. Genug weggelaufen. Oh oh. Ich weiß nicht, ob die gut sind oder nicht. Ich weiß es nicht. Scheint zu gehen. Aber ich glaube, denen fehlt zum Teil irgendwie schon ein bisschen was, oder? Ich sehe da zumindest einen Kopflosen. Was haben sie denn mit denen hier gemacht? Charge! Klappt nicht. Es fehlt noch irgendwas. Oder kann ich vielleicht einen von denen da hoch katapultieren? Aber wieso können wir die jetzt kontrollieren? Wir haben doch... Ich meine, das komische Wasservieh vorhin hat dafür gesorgt, dass wir unter Wasser atmen können. Okay. Aber was ist mit dem Rest? Okay, versuchen wir es mal so. So rum läuft das. Jetzt muss ich mich hier rüber dropseln lassen und dann kann ich ihn aktivieren. Und die habe ich aufgefangen. Du magst das halt vorher, ja, so ungefähr, ey, so ungefähr. PUBG! PUBG! Zu wenig, zu viel! PUBG! Wieso? Oh, tschüss. Boah, das haben die sogar ausgehalten. Ich nicht. Ja, und zusammen springen wir in die Sackgasse. Wenn die mich jetzt auffangen, müsste ich es doch überleben, oder? Ich glaube, ich kann jetzt unten reinspringen, richtig? Schisch, aber erstmal gucken, was hier abgeht. Ich denke mal, es müsste jetzt klappen. Ja. Sehr cool. Sehr cool, dass es funktioniert. Na, guck mal, hier ist Blut. Die stehen noch über uns, ne? Die sind noch da.
Seht ihr das? Die sind noch da. Was bringt mir der Fahrstuhl jetzt? Komme ich hier einfach nur nach oben? Ich meine, ich könnte auch einfach da lang laufen. Aber nein, das geht nicht. Das geht nicht. Witzig. Die Funktion kannte ich noch nicht. Laufen die über mir? Warte mal, kriegen wir die jetzt wieder? Pass mal auf, jetzt purzeln die da runter, ne? Ja! Wir haben unsere Boys wieder! Sehr gute! Jetzt haben wir sie auf der Ebene. Jetzt ziehen wir sie unten mit rein und dann können die uns helfen, wieder das eine Teil mit aufzumachen. Könnte sein, könnte sein. Oder können die hier mit uns vielleicht einmal ein bisschen Randal im Büro machen? Das ging ja natürlich auch. Oder? Zack, 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 räumt alles auseinander. Schau mal, die da unten laufen aber irgendwie sehr schnell. Das sieht nicht aus, als wenn die da irgendwie noch normal arbeiten würden. Hängt da was von der Decke? Kann ich das benutzen? Ich glaube nicht. Doch. Bringt mir das was? Das ist böse. Ich brauche mehrere. Ich brauche einen Teil oben und einen Teil nicht oben. Glaube ich, das müsste gehen. Ein paar, die uns zum Kabel hochballern und ein paar halt nicht. Die Uhr zeigt unsere Zeit an. Okay. Nice. Hab ich drauf geachtet. Ja, sehr cool. So müsste es klappen. Aber das Kabel hier haben sie mal wirklich gut versteckt. Oder? Also das könnte echt so ein Punkt sein, an dem du wirklich sehr, sehr, sehr lange irgendwie suchst. Hallo Freunde, ich bin da. So, jetzt haben wir sie wieder, Anne. Nur was habe ich jetzt damit wieder aktiviert? Mal gucken. Geh mal zurück zu den Büroräumen. Wenn nicht, könnte es echt sein, dass wir unten die eine Tür geöffnet haben. Das kann auch sein. Hier hat sich nichts geändert. Ja, tatsächlich. Cool. Wir nehmen sie mal alle mit. Was haben die da für weiße Sachen und Streifen an den Körpern? Wurde an denen rumgeschnitzelt? Kann das sein?
Schritt haben wir übersehen. Tschüss! Irgendeinen Schritt haben wir übersehen. Moin auch Ronnie Rode. Moin moin. Gehen wir mal eins zurück. Oder war oberhalb doch noch was? Nee, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht müssen wir wieder unter den Fahrstuhl oder so. Oder über den, unter den, irgendwie sowas. Vielleicht tricksen sie damit nochmal so ein bisschen rum, das könnte sein. Die gehen wir einmal nochmal komplett zurück. Das bringt uns nichts. Den Wasserpegel vielleicht jetzt nochmal komplett senken? Ändert eigentlich nichts. Ich tippe mal drauf, wir müssen wahrscheinlich irgendwie den Fahrstuhl wieder austricksen. Na, wir werden sehen. Vielleicht hat es ja doch was damit zu tun. Frage ist nur, wie komme ich jetzt nochmal unter den Fahrstuhl? Also drüber wissen wir ja, das geht. Drunter? Mal schauen. Vielleicht hat sich jetzt ja schon irgendwas geändert. Vielleicht ist es eine automatische Tür unten, die sich halt echt öffnet, nur wenn der Wasserstand halt einen gewissen Pegel hat. Nö. Und unsere Leute hier unten sind weg, kann das sein? Oh, steht jetzt wieder oben drauf? Nee, eigentlich nicht. Aber die geplättet? Nee, oder nicht. Was übersehe ich? Wir haben auf jeden Fall welche verloren. Definitiv. Wozu haben wir das Teil hier kaputt gemacht? Wozu? Was hat das verändert? Zeigt er mir nicht an. Mann. Hallo Freunde. Was übersehe ich?
ist nichts. Schwing mich einfach mal auf die andere Seite, wer weiß. Vielleicht können wir uns mit denen unten so an die Wandrand kicken, da wo die eine. Ja, wo die Luke ist. Das könnte gehen. Oder? Dann reißen wir die quasi mit unserem Körpergewicht am Ende nach unten. Das ändert hier aber nichts. Zurückkehren müssen wir doch eigentlich auch nicht. Da dürfte eigentlich auch nichts sein. Es gibt irgendwann den Punkt, da kannst du nochmal irgendwie. Vorhin konnten wir irgendwie auf den drauf. Oh Gott. Na gut. So viel wieder zum Thema Zerdenken. Die rennen alle dahin. Irgendwas ist da los. Entweder sind sie irgendwie in Eile, sie fliehen, sie rennen oder rennen halt irgendwo hin. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Die vier. Hier wurde vor kurzem noch geraucht. Da ist ja kaum in den 60ern. Das bewegt sich auch noch. Das heißt, es muss auch gerade noch einer gewesen sein. Kommt ein bisschen Forest dazu. Der jagt uns nicht. Greifen die uns nicht an? Ich meine, die haben nicht diese Masken auf, ne? Scheinen sie nicht allzu sehr zu interessieren. Hui, hui! Was ist da so Spannendes drin, dass sie uns auf einmal in Ruhe lassen? Ich mich echt über mich selber. So. Führt wieder so ein gelbes Kabel lang.
wissen, was da drin ist. Ich will wissen, was da drin ist. Wo wir wieder bei Half-Life wären. Wahrscheinlich. Okay. Okay. Ich werde da wahrscheinlich runter müssen, aber irgendwie. Das ist irgendwie sehr stark danach aus, als wenn ich da runter hopse, dass sie da steht. Ach nee, jetzt macht das. Das habe ich vorhin schon versucht. Hier, dieses eine komische Vieh, was sowieso Klingen hatte. Naja, da sind wir nur recht wenig mit nicht so richtig mit fertig geworden, was am Ende dann rausgebrannt hat. Brauchen den Auftrieb wieder. So wie es aussieht. Wahrscheinlich ist der am Anfang noch ein bisschen schwächer oder sowas. Mal gucken, ich aktiviere es wieder. Hier, das halte ich von euch, da, schaut, der Mond. Okay. Geil. Sag ja, bisschen The Forest-Style, oder? Da schwimmt ein bisschen Blut, glaube ich, mit. Ah! Die hält mich fest! Okay. Hallo, Freunde! Ein Klops von Menschen. Und wir können ihn steuern. Okay. Die ganze Crew ist mitgebracht. Okay. Das ist jetzt unser neues Leben, oder wie? Also, der nächste Kleiderankauf, sage ich euch, wird eine schwierige Aktion werden. Eine sehr schwierige Aktion. Hehehehe
Okay. Anlauf! Putz! Können wir springen? Nee. Wir sind mit dir. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Versteht das sicher nicht. Mock. Moin aus Sidefox, moin! Danke dir für die 9 Monate Prime Abonnement! Kannst du die mitnehmen? Wie cool! Danke, danke Sidefox! Moin, moin! Das ist jetzt Handsimulator oder auch irgendwie so. Bums. Was als The Forest, also, das hat doch The Forest Ende. Wäre schon witzig. Hallo, ich bin zurück. Wie der sich den Fuß hochdrückt und so. Ich frag mich, ob ich aus dem Vieh jemals wieder rauskomme. Aber auch super gut animiert. Wie sich so alle Sachen bewegen und irgendwas dergleichen, das ist schon echt schick. Also es ist definitiv auch eher ein 20-Euro-Spiel als ein 1,99-Spiel. Vloppe, Vloppe, Vlopp. Mega geil. Flieht, ihr Narren, flieht! Töten wir die? Ich weiß nicht, die bleiben auf jeden Fall liegen. Da ist der Cheffe. Okay, Cheffe ist tot. Definitiv tot. Da oben haben wir Knöpfskis. Tauchen? Nein. Mit dem Teil zu tauchen wäre auch... Jetzt guck mal, da liegt noch ein Arm rum. Wir haben ein bisschen was verloren. Hunde! Nein! Die greifen uns gar nicht mehr richtig an. Ja, das Spiel ist schon ziemlich cool. Ich glaube, wir brauchen nochmal diese komischen Stahlträger oder was das ist. Ist so cool, wie wir einfach zwischendurch immer Teile von uns verlieren.
Blobs. Oh oh. So ein Zug, damit würde ich mich jetzt ungern anlegen wollen. Wir haben wieder Teile von uns verloren. Können wir klettern? Why not too fast for all? Sind wir die Bösen? Sag mal. Wichtig. Sorry, das ist sehr wichtig, deswegen. Ein Augenblick, brauche nur so 5, 6, 7 Sekunden. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ah. Frühmorgens. Frühmorgens auf dem Klo. Oder wenn man krank war, Nase zu, erstmal schön. Schnäubt. Ah, aber ich habe sehr, sehr, sehr gute Nachrichten, Freunde der Sonne. Sehr gute Nachrichten. Wir werden morgen schon Resident Evil spielen. Das scheint wohl zu funktionieren. Ich bekomme auf jeden Fall morgen schon alles dafür. Dynasty, wie gesagt. So, erst wenn da irgendwas ist Richtung Ankündigung, dass wir auf irgendeinem Fahrplan oder irgendeine Ankündigung überhaupt mitbekommen, dass da was kommt. Das Neue, das rauskommt, General Colby, also Resident Evil 4 Remake. Haben wir die Demo schon zugespielt. Ja, aber was für eins. Wie das aussieht, das ist schon Wahnsinn. Mal gucken, ob ich hier unten vielleicht was damit machen kann. Aha. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass es noch recht lange dauern wird bis zum Multiplayer.
Sonst hätten die schon längst was gesagt. Darauf warten so viele. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir den Multiplayer zu Medieval Dynasty frühestens erst Ende des Jahres sehen. Schön zum Wintergeschäft oder sowas. Auf jeden Fall, glaube ich, werden die erstmal ein bisschen abwarten, wie das mit hier dem Kack Dynasty weitergeht. Flamba, ich habe was vergessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da versuchen, quasi das noch so ein bisschen rumzuretten und sich halt jetzt nicht unbedingt selber eine Konkurrenz machen wollen. Ich denke mal, das wird so sein. Werden das versuchen, irgendwie noch hinzukriegen. Entweder sie schießen es ab und es kommt, oder sie schießen es nicht ab, aber naja. Hoffentlich gar nicht, ja. Rein damit! Oh, ich glaube, ich werde es gleich fangen müssen. Relativ locker, wir können es aus der Bewegung machen. Noch! Aber ich würde tatsächlich Dino Crisis sowas eher feiern. Wenn du Spaß daran hast, ist cool. Ja, ich werde mit Sicherheit Spaß dran haben. Aber Dino Crisis könnte auch geil sein. Aber wir müssen mal gucken, wie weit es dann am Ende des Tages halt wirklich kommt. Also wann es kommt, vor allem und so weiter. Es gibt ja zwei Dino-Spiele in dem Bereich. Ich sag mal, erwachsenere Dino-Spiele mit Brutalität und allem. Wehe, du gehst jetzt aus. Deswegen ist es lustig, ne? Ich glaube, das sehe ich auch. Bin so gespannt, ob wir da irgendwie nochmal rauskommen. Und ob wir das jetzt hier einfach bis zum Ende bleiben. Findet das dann selbe Uhrzeit statt? Was meinst du? Resident Evil oder was? Ne, das mache ich im Abendprogramm, General Kurobi. Ich stream doch auch auf YouTube. Findest du in der Videobeschreibung oder sowas. Stream auf beiden Plattformen. Mein Main-Kanal ist immer noch auf YouTube. Deswegen 12 Uhr Twitch, 17 Uhr YouTube. Aber ich überlege sogar, und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Haben wir beim letzten Mal irgendwann schon mal überlegt. Gerade bei so kürzeren Spielen, die durchaus eine Ebene bieten, bei denen halt auch Schwierigkeiten nochmal das Spiel ein bisschen verändert, überlege ich mir durchaus, ob wir quasi im Abendprogramm das Ganze dann auf normal spielen, so wie wir es quasi immer so machen, und dass ich es dann quasi, sobald wir durch sind, direkt nochmal auf Twitch spiele und dann halt auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Und dann, ne, machen wir es da vielleicht einfach nochmal straight hinterher. Ja, Prise kennt ich ja von dem Bezirk. Ja, genau, YouTube. Also immer Main-Programm. Menschlinge! Aber ich überlege zum Beispiel auch nochmal Sons of the Forest zu spielen. Auf der höchsten Einstellung quasi als dann wirkliches Survival-Spiel oder so. Alleine und Survival. Könnte auch nochmal interessant sein. Vor allen Dingen könnte es vielleicht auch das coolere Konzept sein, wenn es jetzt um die ganzen Mods geht. Mods auch? Ich glaube, wir müssen eher daran.
wenn die ganzen Updates kommen. Ne? Dann könnte ich nämlich so ein bisschen quasi uns da nochmal richtig austoben und wenn dann ein Update kommt, dann gucken wir schön auf Twitch rein und schauen uns dann quasi mal den neuen Content an und gleich das danach gleich auf YouTube hoch. Wäre doch was, oder? Okay. Ich denke mal, das werden wir schwingen. Das klappt nicht so ganz. Ah! Wir können echt dranbleiben. Ein großer Klops. Ernsthaft? Ich meine, ich kann ja noch dran ziehen, der kann ja noch irgendwie so hochfliegen. Aber die Frage ist halt echt, kann ich das hin? Kriegt der nicht so aktiviert wie früher? Nee. Nicht so richtig. Guck mal, die zeigen uns, was wir machen müssen. Der hat drauf gezeigt. Aber ich krieg das nicht gegriffen. Wo haben wir uns draufgestellt? Kriegst du nicht aktiviert. Strange. Wir können es zu den Menschen mal hochschmeißen. Mal gucken, was dann passiert. Wieder alle fliehen. Okay, okay. Es wird tatsächlich... Da hinten stehen überall ganz viele Leute, seht ihr das? Ja. Wollen die, dass wir hier irgendwie in so eine Falle reinklatschen oder sowas?
Richtig schwer ist die Steuerung, nicht? Aber sie ist nicht so ganz intuitiv wie davor. Irgendwas müssen wir einreißen wahrscheinlich. Ah! Also die Fische ist wieder. Wäre jetzt witzig, wie bei diesen komischen asiatischen Läden, bei denen doch so Fische deine Füße abknabbern. Wenn die jetzt an uns rumknabbern würden. Ist ja so witzig, wenn es jetzt, wenn es so eine Forest-Attitüde hier irgendwie gäbe und wir jetzt vielleicht wirklich so ein paar Survivor treffen würden. Na, das kriegen wir doch normal hin, oder? Yay, wir sind frei! Klar, lecker! Ja, guck mal, hier haben wir schon die Insel mit den Bäumen. Holz haben wir quasi auch schon gefällt. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas machen könnte. Es fadet auch raus. Okay, ich glaube, so ein, zwei Fragen bleiben offen. Eindeutig muss es davon eine Fortsetzung geben, würde ich sagen. Das ist doch klar. Also, wer das nicht verstanden hat, warum es hier keine Fortsetzung geben sollte, der hat nicht aufgepasst. Ich fand es stark, wie sie Bezug genommen haben auf seine verstorbene Schwester. Das war krass. Musste man aber auch wirklich gut aus seiner Mimik herauslesen. Sonst hast du das überhaupt nicht mitbekommen. Ich schätze mal, vielleicht finden wir die Schwester dann beim nächsten Mal. Wäre so cool, wenn sie uns jetzt auf eine Insel katapultiert hätten. Und dann siehst du da, wie dann ein Flugzeug abstürzt oder so. Nur wie sowas in dem Dreh. Cool. Cool, cool, cool. So, Freunde der Sonne. Es ist sogar Unity. Unity Engine quasi von Sons of the Forest. Ja, wie witzig. Und Forest, wie witzig. Naja, gut. Ist cool. Und es gibt davon ja noch eins. Das würde ich tatsächlich dann auch noch ganz gerne spielen wollen. Kostet bei das hier 1,99, das andere 99 Cent. Also easy peasy. So, mal gucken, wann wir es dann irgendwann mal so demnächst machen. Mal schauen, mal schauen. Aber schon ganz geil. So, heute kommt nichts auf YouTube. Nicht vergessen, heute ist frei. Weil ich ja am Samstag arbeite. Ja, eindeutig Wucher, eindeutig. Weil am Samstag kommen ja Streams. Am Samstag spielen wir zumindest noch Diablo die Beta auf YouTube. Nicht auf Twitch, auf YouTube.
Das heißt, mindestens der halbe Samstag wird gearbeitet, vielleicht sogar der ganze Samstag, müssen wir mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich die Beta da mache. Und wie gesagt, Resi ja vielleicht auch, vielleicht müssen wir mal gucken, weil jetzt werden wahrscheinlich, also Resi wird wahrscheinlich 2 Abende sein, wahrscheinlich so 2x5 Stunden. Und dann werde ich vielleicht am Samstag direkt auf Twitch weiter loslegen oder so. Deswegen, mal gucken. Aber heute deswegen, wie gesagt, gibt es auf jeden Fall schon mal einen halben Tag frei. Wir starten jetzt ins Gordon Center und gucken mal, was es da so Feines für uns gibt. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Follows, vielen Dank auch für die Abos. Und der nächste Stream kommt dann morgen um 12 Uhr. Da spielen wir, ich glaube, WoWS, kann das schon sein? Nee, Anno 1800 legen wir morgen los. Wie gesagt, ich habe mir die ganzen DLCs geholt, beziehungsweise habe ich mir dieses Monatsabo-Gedöns geholt, weil wir es ja wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal dann komplett durchspielen und das ist viel günstiger, als sich die ganzen DLCs zu holen, weil die Hauptversion habe ich eh schon, auch die wäre in dem Monatsgedöns drin gewesen. Deswegen spielen wir quasi einmal die ganzen DLCs, also eine richtige Runde mit allen DLCs und dann haue ich das wieder ab und dann habe ich halt 15 Euro gezahlt und nicht irgendwie 30, 40 oder was auch immer dergleichen. Ich glaube 60 Euro sogar. So sieht es nämlich aus. Und wie gesagt, morgen, ich ändere gleich den Plan, morgen Abend kommt dann schon Resident Evil 4 Remake auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Follows, danke für die Abos und allen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen. Heute Abend kommt natürlich noch ein Video auf YouTube. Haha, bis dann. Tschüss.